Und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800 und wir haben großartige Neuigkeiten in den Anno-Chroniken. Luftschiff umrundet den Globus. Wir haben ein neues DLC namens Reich der Lüfte. Und hier stellt sich direkt Paloma Valente vor. Sie träumt davon, die vier Ecken der Welt miteinander zu verbinden anscheinend. Und, weiß nicht, gibt sie uns jetzt eine Quest? Ja, irgendwie werden wir bestimmt von ihr jetzt da so ein bisschen durchgeguidet. Bisher habe ich keine Quest bekommen, aber kommt bestimmt noch. Ja, willkommen zurück. Ah ja, da kommt sie. In die neue Welt wechseln. Okay, wechseln wir mal in die neue Welt. Was habe ich hiermit getan? Ja, bitte erklär mir den Gebrauch. Irgendwie kriegst du die Sachen schneller, aber ja, genau. Wir sollen in die neue Welt wechseln. Achso, wir haben hier noch ein Geschenk, was wir erstmal abholen. So, dann wechseln wir mal in die neue Welt. Okay, ich kann jetzt hier Aluminiumprofile bauen als neue Produktionsstätte und ich habe eine Bauxitmine gekriegt und ich habe jetzt aber, also ich kriege jetzt keine Follow-up-Quest. Ich bin jetzt in der neuen Welt und. Ja, das warte, muss ein bisschen warten. Also bei mir hat das eine Zeit gebraucht, bis die Quest aktiviert wurde. Also da hat er auch erstmal gestockt. Hast du über das Questfenster in die neue Welt gewechselt oder ganz normal unten über den Button? Ja, okay, habe ich auch gemacht. Also wir haben auf jeden Fall hier Helium-Einschluss und Bauxit als neue Ressource. Wie werden die verarbeitet? Ah, wie gesagt, bei mir hast du jetzt die Quest gekriegt? Nein, habe ich nicht. Ja, das ist ja doof. Ja, aber wir können Aluminium bauen über eine Aluminium-Schmelzhütte. Und wir können anscheinend auch richtig viel davon bauen. Also wir kriegen alle 10 Sekunden Bauxit. Ja, es ist krank irgendwie. Das Zeug wird super schnell produziert anscheinend. Das ist ja echt heftig. Wobei, das heißt ja auch, dass man halt irgendwie das Dreifache an Köhlereien... Also man muss ja praktisch pro Bauxitmine muss man 3 Köhlereien bauen. Ja, ich habe jetzt, also beziehungsweise auch die Aluminium-Dinger sind super langsam. Das heißt, du kannst halt mit einer Köhlerei halt auch 3 Aluminium-Geräte da auslasten. Das heißt, 9 Aluminium-Schmelzhütten auf eine Bauxitmine. Ja, okay. Klar, aber das würde ich jetzt nicht machen, ohne Witz. Also das ist ja doch irgendwie ein bisschen albern. Ich habe jetzt 3 gebaut und halt dann jetzt eine Köhlerei dazu und dann passt das oder so. Ich baue jetzt auf jeden Fall erstmal eine, aber ich glaube, ich möchte von vornherein gar nicht anfangen, das hier auf meiner kleinen Insel zu bauen. Und ich glaube, auf meiner großen Insel, ja, da habe ich nämlich keine Ressourcen dafür. Das heißt, wir wollen eigentlich... Warte mal, kann ich hier auch eine Segelschiffwerft bauen? Geht das? Nein, geht natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Schoner steht bereit. Machen wir das mal gerade so. Wir schauen mal kurz in unsere Routen. Oh, okay, da wurde ein Schiff abgemurkst. Das ist ungünstig, aber... Momentchen, wo ist denn... Okay, hier ist ein Clipper drauf, dann holen wir statt... Moment, das ist doch sogar okay. Warte mal, welcher Clipper war das? Welcher Huikang-Schoner? Bin irritiert. Warte, abbrechen, nochmal, nein, Quatsch. Die Route hier, wir laden hier oben nämlich... Melonen und Ponchos ein und wir können aber doch dann einfach das Bauxit zurückkarren. Das wäre doch super. Ja, man muss ja gar nicht. Also eine Köhlerei kannst du ja auch in der neuen Welt bauen. Ja, ja, das weiß ich. Mir geht es nur darum, dass ich auf meiner Hauptinsel die Verarbeitung machen möchte. Das heißt, ich möchte das Bauxit nur unten einsammeln, dann baue ich auf der Hauptinsel, die ich habe in der neuen Welt, die Köhlereien und so. Verstehe. Darum ging es mir. Wo auch immer ich die Köhlereien hinbaue, weil viel Platz habe ich hier gar nicht. Hier baue ich die hin. Perfekt. Was hatte ich gesagt? 3 Köhlereien für einmal Bauxit. Andersrum. 3-mal Bauxit für eine Köhlerei. Nee. Das Bauxit verbraucht 10 Sekunden, die Köhlerei braucht 30 Sekunden. Ach so, meinst du das? Ja, okay, gut, aber dann musst du ja 9 von den Bauxit-Dingern bauen. Das ist doch Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie viel Bauxit du brauchst. Aber oder ich habe halt zu viel Kohle rumliegen. Zu viel Bauxit meinst du? Ja, genau. Ja, aber das ist ja okay. Also würde ich tatsächlich, glaube ich, eher in Kauf nehmen, als da jetzt irgendwie halt wie ein Bescheuerter hier, wie heißt das, Dingens zu bauen. Ich baue jetzt erstmal wie ein Bescheuerter. So, und dann brauchen wir hier noch ein Lagerhaus. Du Bescheuerter, du.
Ach so, und das sollte ich wahrscheinlich auch noch mal an den Hafen anschließen irgendwie. Es wäre ratsam, Flakstellung zu errichten. Okay, dafür brauchen wir Kanonen. Schiff unter Beschuss. Jetzt wird hier erstmal noch ein Schiff von mir angegriffen, ein Traum. Müssen wir uns jetzt wirklich da mit den Leuten irgendwie auch in der Luft prügeln, ja? Ja. Naja, es wäre ratsam, Flakstellungen zu errichten. Kriege ich auch gerade hin. Gemeldet. Ja. Noch ein kleines Disclaimer. Ich bin ein bisschen kränklich. Nur, dass ihr euch nicht wundert, falls ich ein bisschen angeschlagen bin. Oder klinge. Ich bin ein bisschen angeschlagen. So. Okay, gut. So, jetzt brauche ich hier noch ein bisschen mehr, wie heißt das hier, Stein. Dann kann die Bauxitmine auch mal in Betrieb gehen. Die braucht noch ein Ziegel. Schiff unter Beschuss. Ich habe doch gerade erst ein... Linienschiff gebaut. Ah, schon wieder Schiff unter Beschuss. Da geht mir aber auf den Zünder hier gerade. Zack, schicken wir mal drauf. Ah ja, okay, meine Flotte ist angekommen. Das erklärt, warum ich unter Beschuss liege sofort. Und ehrlicherweise, Momentchen, ich war doch gerade erst in der neuen Welt. Einmal kurz gucken. Ich habe ja hier unten gerade auch... Ach genau, Tabak sehe ich da oben noch. Hatten wir letztes Mal auch angefangen. Genau, hier habe ich jetzt auch eine Goldmine. Habe ich noch anderes Gold hier schon ausgebaut? Alter, was zum Geier? Holy fuck, was hat er denn hier hingebaut, was hier mir so viel Schaden macht? Gute Güte. Dann wird er gerade eine Sonderfähigkeit eingesetzt, die eins von meinen Schiffen nahezu schon wieder das zweite Schiff, was er gewone-hittet hat. Alter, was zum Geier. Das ist nicht gut. Okay, hier wird gerade unser Öltanker eskortiert, das ist gut. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Oh, oh mein, das war laut. What the heck? Ach, du belagerst hier gerade die Insel von ihm. Okay, ja. Naja, das an sich ist kein Thema. Nur, wie gesagt, der hat jetzt, wie gesagt, schon das zweite Schiff von mir gewone-hittet. Und das ist, macht mir Sorge. Womit denn? Weiß ich auch nicht. Ich hoffe, wie gesagt, mit einer Fähigkeit, aber ich weiß es nicht. Naja, ja, das vielleicht waren jetzt drei Linienschiffe. Vielleicht hatte der so Torpedos oder so. Das kann natürlich sein. Nee, das war irgendwie so eine Fähigkeit. Die hat sozusagen auf mein Schiff irgendwie so einen roten Zielkreis irgendwie gelegt. Und dann... kurze Zeit später ist das Schiff halt einfach mit 80% live in die Luft geflogen. Momentchen mal, warum schiffere ich hier gerade Messing? Achso, ja, Messing soll ja hierhin, stimmt ja. Na, das hat alles eine Richtigkeit, das Messing gehört dahin. Ich sollte weiterarbeiten. Und warum ist hier überall eine geringe... Haben wir keine Kohle oder was ist das Problem? Ja, Hugo Messier bietet ihnen einen Waffenstillstand an. Das wäre natürlich irgendwie ein Gewinn. Aber... Absolut, ne? Die eine Insel hier, die nehme ich ihm jetzt doch noch ab, weil also die steht halt so also kritisch hier irgendwie an meiner Handelsroute. Das ist halt einfach eine echte Gefahr, wenn er die behält. Warum wird bei mir alles als geringe Wärme angezeigt? Das verstehe ich nicht. Vor allem will er noch, dass ich 160.000 dafür bezahle für den Waffenstillstand. Ich glaube, man hat dir ins Hirn geschissen, Junge. Ich bin dabei, dir deine Inseln wegzunehmen. Gütig, dass du mir für 160.000 einen Waffenstillstand verkaufst. Erstmal kurz die ganzen Routen. Also wo sammle ich gerade Gold? Gold wird hier eingesammelt. Das ist das Einzige, wo ich Gold irgendwie gerade hin und her schiffe. Ja, das heißt, wir können aber doch hier unten auch zusätzlich mal noch das Gold einladen und auch in unsere Hauptinsel hochschaffen. Okay, da hat er schon wieder diese Fähigkeit gemacht, was auch immer das ist. Das muss wirklich sein Schiff sein und irgendwie ein Torpedo oder sowas, ja. Ja, es gibt auf jeden Fall so Torpedos als... Aber, wie gesagt, ich konnte im Ding auch praktisch nicht dodgen, so. Also, das hat mich ein bisschen gewundert. Alter, was ist denn das? Wir fliegen hier wirklich rein, weil sie die Schlachtkreuzer in die Luft. Ich habe jetzt gerade, also, eine komplette Flotte aus 4 Schlachtkreuzern und 3 Linienschiffen verloren. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, ich sehe es. Hier ist auch gerade nochmal eine Fregatte von ihm dazugekommen. Ja, aber schießt ja nicht. Ja, noch nicht, ja. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich habe auch vor allem keine Ahnung, wie ich diese Insel einnehmen soll. Wie gesagt, also wenn ich mir das mit 4 Schlachtkreuzer oder 3 Linienschiffen nicht schaffe, entschuldige mal. Also
Irgendwann gehen wir auch so ein bisschen die finanziellen Mittel aus. Also. Ja, wir haben ja jetzt die neuen Luftschiffe bekommen. Da kann man bestimmt irgendwelche Bomben abwerfen oder solchen Spaß. Mein anderes Schiff schießt gefühlt gar nicht mehr. Doch, da, okay. Aber macht halt auch praktisch keinen Schaden. Ich, wie gesagt. Ich habe doch hier eigentlich parallele Schienen. Wo ist denn das Problem? Ich habe die doch extra parallel gebaut, damit ich hier... Biegsam und beständig. Die Zukunft wird aus Aluminium geformt und wir werden jede Menge davon brauchen. Achso, jetzt soll ich eine Helium-Bohranlage noch bauen. Warte mal, Aluminium sollte doch jetzt aber langsam hier oben anfangen, oder? Vielleicht, ehrlicherweise, war das ein bisschen too much, dass ich hier null Bauxit. Kann natürlich sein, dass das Bauxit weniger schnell auf die andere Insel geschafft wird. Das kann natürlich sein. Aber hier, okay, er hat jetzt 30 in der Zeit angesammelt. Das heißt, sollte passen. Im Worst Case muss ich halt vielleicht nochmal ein zweites Schiff auf die Route setzen. Ich habe doch gerade Shona hier gesehen, Shona, oder? Kannst du mal vielleicht auch noch in die neue Welt segeln? Das wäre schön. Wir haben auch gerade nicht ganz so viel finanzielles Plus. Wir haben ein Problem mit der Rumversorgung. Gut, da fehlte uns ein Linienschiff, das haben wir ja jetzt wieder gebaut. Nur all die Briefe voller Dramen vor, die hier eintrudeln werden. Liebesbekundungen, Drohungen. Okay, lokale Post sollen wir ins Laufen kriegen, okay. Dafür sollen wir ein Postamt bauen, aber dafür brauche ich doch wahrscheinlich erstmal Luftschiffe, um die dann versenden zu können. Das macht doch noch keinen Sinn, oder? Kriegen wir denn jetzt hier gerade... Also wir stellen jetzt Aluminium her, das ist ja schon mal gut. Ernsthaft, dieses scheiß Kontor überlebt das und alle meine Schiffe sinken, ja? Ist das euer Ernst? Ja. Ach, scheiße. Ja, wow. Und im letzten Schuss vernichte ich noch sein Kontor, aber klar, jetzt habe ich halt keine Schiffe mehr da und jetzt geht halt der Bums wieder hoch. Geil. Was eine Scheiße, ey. Warte mal. Habe ich hier gerade irgendwelche Schiffe? Ich habe noch ein Linienschiff. Ich schippe mal mein Linienschiff darunter. Wenn ich da ja, noch mal... meine komplette Kriegsflotte halt verloren, geil, ja. Ja, es wäre auch ärgerlich, wenn ich mein Linienschiff da unten verliere, aber probieren kann ich es halt. Aber Aluminium wird nicht nur für die Luftschiffe. Ah, ich kann jetzt einen Monitor mit Flammenwerfer bauen, alles klar. Okay, wir sollen jetzt hier und noch einen Flaggmonitor. Luftschiff-Hangar bauen. Alter, das Ding ist ja auch riesig, ey. Kleines, dezentes Gerät, ey. Riesentrümmer einfach. Ja, wie gesagt, das ist mir ein absolutes Rätsel, also was mir da meine Schiffe reihenweise weggehauen hat. Also es waren eigentlich nur drei Kanonen und der Kontor da. Also ich habe keine Ahnung, was der da sonst hatte, aber es war wirklich krank. Ja. Okay, so. Ja, ich werde dem halt nie beikommen, so. Das heißt, dass ich die Arktis halt auch nie wieder mit irgendwas werde beliefern können. So, bauen wir mal ein Luftschiff-Hangar. Let's go. Ja, wie gesagt, ich versuche da gerade mit einem Linienschiff runter zu segeln, aber... Presse erfordert ein Rohstoffvorkommen Helium. Was zum Geier? Wie viel Zeit hast du noch da mit der Belagerung? Siehst du das irgendwie? Das ist eigentlich durch, also... Zwei Minuten oder drei so, Minuten also. Noch. Ja, ja, du kommst an dem Leben pünktlich an. Ne, ich bin nicht so weit davon entfernt. Segel setzen. Das Problem ist eher, da ist halt auch noch eine Fregatte und ein Flaggschiff. Kurs setzen. Ich habe jetzt ein Linienschiff da, damit versuche ich da jetzt noch stumm zu machen. Das ist in 30 Sekunden oder so da. Ja, davon werden wir uns zwar nichts kaufen können, weil das Problem ist, dann hast du wieder an der Insel Schaden gemacht und dann kriegst du halt wieder Anteile. Ja, aber du kannst mir den Anteil dann ja abkaufen. Ja, ich hoffe, dass du nur einen kriegst, aber ja. Ja, also den Hauptschaden meine, hast du ja gemacht, du hast ja die ganzen Gebäude angegriffen. Ja, ich weiß nicht, ob das reicht, ich hoffe es, aber also theoretisch reicht es, wenn du da halt irgendwie das Depot oder so noch ein bisschen unter Beschuss nimmst, dass er halt irgendwie noch halt ein bisschen
Ja, ich drehe jetzt. Oh, what the fuck, ich habe gerade auch irgendwie diesen Schuss abbekommen, wodurch mein Schiff gerade richtig krass Schaden bekommen hat. Und ich habe nicht mal gesehen, was mich getroffen hat. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber du kriegst einfach irgendwie random da in der Nähe von der Insel Schaden. Ich weiß nicht, was das ist. Seemin? Das könnte sein, aber meine Schiffe haben sich nicht bewegt. Also, die standen still und haben dann plötzlich einfach Schaden gekriegt. Jetzt solltest du dann aber auch schießen. Achso, tust du, okay. Ich weiß nicht, das muss irgendeine Fähigkeit von einem, keine Ahnung, von einem Flaggschiff vielleicht. Also, der Kontor kann es ja nicht mehr sein, der ist ja zerstört. Jetzt müsste das Ding halt nochmal kapitulieren, so, aber. Nicht aufs Flaggschiff schießen, das triggert ihn vielleicht, dich zurück anzugreifen. Ja, genau. Jetzt hast du nämlich ein Problem. Das war blöd. Das war auch eigentlich nicht extra. Ich habe eigentlich keinen Angriffsbefehl auf das Flaggschiff gegeben, glaube ich. Das Problem ist halt auch vor allem, dass sich sein Kampfgeist momentan wieder erholt, weil also alles, was du an Schaden machst, heilt er schneller wieder weg irgendwie, wie auch immer. Also, alles gerade sehr komisch. Ich verstehe vor allem auch nicht, warum sich mein Schiff nicht vernünftig selbst... Ja, pass auf. Minenexplosion erschüttert. Bewegungsgeschwindigkeit, Angriffs... Ja, also... Okay, gleich habe ich aber da diese Robbenfängerei von ihm noch weg. Also in irgendeiner Form wurde ich von einer Minenexplosion getroffen. Mhm. Das kann also sein, dass das wirklich irgendwie Seeminen oder sowas sind. So, komm, jetzt hier das Gebäude noch kalt machen. Haben wir es dann? Segel setzen. Nein, nicht auf das Flaggschiff, du Depp. Okay. Warum schießt er denn auf das Flaggschiff jetzt? Muss ich das einreißen? Kann das sein? Nee, kann eigentlich nicht sein. Also wie gesagt, du musst ja eigentlich nur seine Moral halt irgendwie halt so weit runterdrücken, dass er halt irgendwann aufgibt. Aber ja, scheiße, jetzt krieg ich von hinten eine Fregattensalve. Ja. Das wird jetzt wahrscheinlich auch mein Linienschiff zerstören. Also wie gesagt, ja, Seeminen kann schon sein, dass das Seeminen sind, aber wenn, dann ist es eine Vollkatastrophe. Okay, kriege ich das Flaggschiff? Komm, noch ein Schuss. Nein! Nein, was zum Geier, ey. Sein Flaggschiff ist fast down. Ich glaube, man hätte das Flaggschiff noch versenken müssen. Weiß ich nicht, weil, also, wieso, ich glaube nicht, dass das zur Moral der Insel gewissermaßen beiträgt. Ja, aber jetzt habe ich halt auch keine Kriegsschiffe mehr in der Arktis. Ja, same halt. Oh Gott, ey, wie nervig. Können wir nochmal ein... Habe ich gerade was in der Bauschleife? Monitor mit blauem Flammenwerfer. Okay, wir haben ja, auf jeden Fall... Ja, du hast neue Schiffe, ja. Flak-Monitor. Okay, ich baue mal nochmal einen Schlachtkreuzer. Ja, ich bin auch gerade halt dabei, wie ein Bekloppter jetzt halt wieder irgendwie... Gut. ...neue Kriegsschiffe rauszubringen, aber also... Unser Luftschiffhangar wird auf jeden Fall jetzt gebaut. Das ist schön. Wir kriegen Aluminium. Wir brauchen hier unten noch ein Lagerhaus, so wie es aussieht. Bauen wir mal noch eins daneben. Okay. Nee, nicht Hacienda Lagerraum. Hacienda Brauerei hätte ich gerne. Was mich halt total irritiert, ist, dass die ganzen, also wir haben halt immer noch das Problem, wir haben hier keinen Schnaps. Warum eigentlich nicht? Und wir haben keine Schlafsäcke. Was brauche ich denn für Schlafsäcke? Gänse und eine Robbenfängerei. Super, wir haben hier keine Robbenfruchtbarkeit, das ist ja schon mal super. Aber wir haben hier eine Robbenfängerei, das ist gut. Okay, dann schauen wir mal. Alter, das ist ja völlig krank. Also ich habe hier schon alles halt gepflastert mit diesen krassen Häusern und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich hier
Warum habe ich hier nur 18 von 50 Mann drin? So, was ist denn das? Die haben Und alle ihre da, Bedürfnisse und befriedigt, da. also. Ah, wir haben jetzt auch Luftschiffrouten, die wir bauen können. Das Problem ist nur, wir müssen hier halt so ein bisschen durch offenes Gewässer durch, aber das ist dann so. Ich sehe auch gerade, sie haben die Häuser in den Vom Dingens Schiffen gebufft, waren weil alle also Deckungen die abgeschnitten, Obrera-Häuser können jetzt plötzlich 100 Mann aber fassen und die anderen trotzdem Häuser noch irgendwie Zimmer, 50, oder? die Jornalero-Häuser. Ich glaube, das waren vorher 20 und 40. Ja, es kann sein. Warte mal, welcher ist das? Okay, das ist 50. Bei 50 laden wir ein. Robbenfelle oder was das sind? Wahrscheinlich sind es Robbenfelle, ne? Schiff Robben. unter Beschuss. Robbenfelle. Und die laden wir hier aus. Okay. Und jetzt kannst du aber eigentlich noch mal kurz hier warten, weil gerade. Zur Stelle. Ach, das ist. Warte mal. Wo wurde gerade ein Schiff von mir unter Beschuss genommen? Hier. Das ist Am ja toll. Ende bist du doch keiner von Ach, hier ist uns. gerade wieder eine kleine Armada von Klippern und einem Linienschiff, was hier Alles rumeiert. bereit. Toll, toll. Klasse. Richtig klasse. Ja, Gott sei Peter braucht der Chrom auch noch. Irgendwie grundsätzlich, irgendwie alle Häuser fassen jetzt mehr Leute. Also die Investorenhäuser haben plötzlich auch ein Maximum von 120 und die Bauernhäuser eins irgendwie von oder Arbeiterhäuser von 40. What the fuck? Irgendwie. Weiß nicht, wieso da jetzt Der plötzlich Krieg überall um das die Doppelte Küste angezeigt brodelt. wird von der Das eigentlichen. bedeutet uns viel. Deine Leute werden nicht eher Okay, ruhen. ja, jetzt hat er leider seine Die Insel Insel eines zurückbekommen. Konkurrenten hat einem Angriff Ja. Das standgehalten. ist natürlich überaus belastend. Okay, wir haben hier eine arktische Grippe. Super. Könnte mich ja eigentlich so lange mal um die Sektversorgung kümmern. Was brauchen wir da? Wir brauchen Glas. Oh boy, oh boy. Das braucht nur Arbeiter, das braucht aber Zur Stelle. Handwerker. Oh je. Was braucht ihr zum Aufsteigen? Ihr bräuchtet theoretisch Brot, Seife und eine Uni. So, dann schippern mal los hier. So, und Müsste dann sich aber brauchen wir noch machen eine lassen. Gänsefarm. Gänsefarm brauchen wir eigentlich 4 Stück von sogar. Das ist natürlich Schiff heftig. unter Beschuss. Ah, aber was schön ist, ist, dass ich die Gänsefarm hier recht gut dran bauen kann. Eins, zwei, drei. Ah, okay, never mind. Vergesst das, was ich gerade sagen wollte. Die brauchen natürlich Wärme. Natürlich brauchen die Wärme. Ah, okay, aber die ergänzen sich mit dem Holz. Das ist super. Dann kann ich hier einfach eine Farm bauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, das ist gut. Das ist immerhin etwas. Dein Okay. Internet hat leider gerade mal wieder so ein bisschen Aussetzer. Ich weiß nicht, was das in letzter Zeit ist, aber Deins oder meins? ich glaube deins, aber ich weiß es nicht. Hm. Okay. Auch wie süß die Gänse sogar Geräusche machen, wenn man das baut. Das ist ja cute. Gute Sasse. Das ist richtig cute. Akut-Kute. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und jetzt können wir dann ja auch noch mal eine Schlafsackfabrik bauen. Davon brauchen wir 2 Stück.
Und dann brauchen wir ehrlicherweise hier auch nochmal ein Lagerhaus dazu. So. Okay, sehr gut. Dann sollten wir hier demnächst auch eine Versorgung mit Schlafsäcken hinbekommen und Schnaps. Naja, Schnaps weiß ich gerade ehrlicherweise nicht, warum der nicht. Warum das nicht in rauen Mengen fließt. Ja, genau. Da müssen wir dann nochmal an anderer Stelle schauen. Gut, dann wollte ich jetzt einmal in die neue Welt gucken. Und zwar in der neuen Welt habe ich nämlich gerade meine komplette Kampflinie an Kriegsschiffen versammelt. Und hier wollten wir ja gucken, ob wir eventuell... Warte mal, du bist auf den blauen Inseln. Ob wir hier irgendwo mal auf Pink das Feuer öffnen können. Hier vorne sind Schiffe. Dann versuchen wir die doch mal abzufangen. Ist das hier seine Insel oder was? Ja, okay. Resolution. Ja gut, der Messier nervt mich schon so, also ganz tremendously, wie der Engländer so schön sagt. Ja, da, wie gesagt, ich schippe jetzt mal mit meiner Kampfflotte in der neuen Welt zu ihm und versuche hier mal ein bisschen Dampf zu machen. Du stänkerst da mal ein bisschen rum, finde ich gut. Genau. So, und wir wollten gucken, genau, hier haben wir noch einen Clipper, der gerade nichts macht. Eine Minute, 30 Sekunden, alles klar, das ist zweimal Schweine. So, wir wollten hier auf jeden Fall noch Tabak an- und abbauen. Das ist total wichtig. Warum habe ich eigentlich da diese Bahnlinie so gebaut, dass hier voll der Platz dazwischen ist? Das macht überhaupt keinen Sinn. Können wir das nicht zumindest so machen? Felder Tabak. Ein Traum. Okay, Tabak ist ja mal absolut bestialisch riesig. Mm, true that. Kann man das an den Haciendas auch anbauen? Mhm. Schiff unter Beschuss. Okay, Schiff unter Beschuss. Alter, was hat mich denn jetzt hier? Ja, hier sind auch überall Seeminen. Das sind echt die Seeminen. Alter, ich habe gerade auch praktisch ein Linienschiff und zwei Schlachtkreuzer fast komplett durch Seeminen verloren. Ja, ich weiß nicht, womit er die verteilt, ehrlich gesagt. Also ob der irgendwie Skill hat irgendwie. Ich weiß es auch nicht, aber es ist auf jeden Fall echt brutal. Ein Schiff wurde zerstört. Was? Welches Schiff hat er zerstört? Ein Schoner. Okay. Toll. Hi. Was bräuchte ich hier? Alter, was ist denn euer Scheiß? Meine Güte. Kurzer Lag. Ein Schiff wurde zerstört. Ich muss gerade mal eben kurz für die ganze Bauxitproduktion pausieren. Ich habe einfach sonst Arbeitskräftemangel richtig raten. Fliegt mir alles in die Ohren, deswegen. Okay, so, was brauche ich für gebackene Bananen? Fischöl 30, 30 und 30, alles klar, okay. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Ja, ist doch super. Ich muss echt mal gucken, wo man Seeminen herkriegt. Das ist ja, um Insel zu verteidigen, echt richtig gut, also. Also, mir hat es ja, wie gesagt, eine komplette Flotte von 7 Schiffen einfach weggesprengt. Ich konnte auch nichts gegen machen. Also, ja. Da einfach wirklich nur doof dargestellt und geguckt, wie der mir halt meine komplette Flotte weggeschreddert hat. So, ich habe auf jeden Fall jetzt auch gerade eine Insel erobert. Das ist doch schön.
Resolution haben wir jetzt gerade übernommen als Insel. Ist doch toll. Sie haben an Einfluss gewonnen. Das freut mich, das freut mich. Ja, mich auch. Hätte von mir aus gern noch ein bisschen günstiger sein können, aber macht man nix, ne? True. So, hier ist Helium-Einschluss. Für diese Mine brauche ich Aluminium, okay. Wir helfen, wo wir können. Ja, ja, leider. Dann holen wir hier oben das Aluminium einmal ab. Weil ehrlicherweise brauche ich das. Ich habe hier oben sogar schon ein Schiff stehen. Und dann segeln wir damit wieder runter. Und dann schauen wir mal, dass wir hier Helium absammeln. Wir haben halt, okay, zweimal Helium haben wir ja, gut. Ja, aber Helium absammeln, also das ist nicht nur einfach eine Mine oder so. Du brauchst, um da drin Helium herzustellen, auch irgendwie noch Ton und allen möglichen anderen Shit. Also das ist nicht mal so eben gemacht. Ah, okay, krass. Okay, wir können Phase 2 von unserem Luftschiffbunker abschließen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Aluminium und so noch, um hier Phase 3 anzufangen von unserem Luftschiffbunker. Das ist okay. Ja, aber ich werde jetzt auf jeden Fall auch noch ein paar ordentliche Kriegsschiffe irgendwie in Auftrag geben und so. Diese Schlachtkreuzer, das ist ja echt heftig, wie viel. Bauen wir noch mal einen zweiten von. Hat einen gewissen Schwund an den Dingern, sag ich mal, wa? Ja, ja, wie gesagt, ein Linienschiff von mir hat es ja auch noch zerlegt, das ist schon echt bitter. Ja, ja, auf jeden Fall. Kann das Leben nicht laufen. Wir haben ein großes Problem mit Rumversorgung gerade. Aber unser Vollkühlschiff mit 100 Rum ist gerade auch auf dem Weg zurück. Das ist gut. Eigentlich würde es, glaube ich, Sinn machen, dass ich noch ein Vollkühlschiff baue. Naja. Mal abwarten. Schiff unter Beschuss. Schoner steht bereit. Oh mein Gott, das ist ja so nervig, dass hier diese ganzen Linienschiffe von dem Hugo Mercier rumeiern und hier irgendwie meine Schiffe reihenweise zernieten. Das ist, kann sich ja echt keiner. Ich habe gerade auch nochmal vier Schlachtkreuzer in Auftrag gegeben in der Hoffnung, dass ich dem Problem irgendwie mal beikomme. Okay, gebackene Bananen sind jetzt wieder auf dem Vormarsch. Oder was brauchen wir jetzt? Atole. Noch mehr, um Himmels Willen. Atole war doch irgendwie kompliziert herzustellen. Da brauchte man auch irgendwie Mais und Zucker oder so. Das steht hier in einer Minute her. Eine Zuckerrohrplantage 30 Sekunden. Das heißt also, ich kann mit einer Zuckerrohrplantage und einer Maisplantage. Warte mal, oder Mais wurde noch langsamer abgebaut. Irgendwas war da doch. Ja, zwei Mais, eine Zuckerrohr, zwei Atole-Dinger. So, Helium-Einschluss. Um Helium zu gewinnen, wird eine Produktionskette für Schmiermittel benötigt. Dafür müssen sie Salpeter importieren. Oh mein Gott. Ja, ja, geschenkt kriegst du leider nicht. Aber um es aus dem Boden. Salpeter kriegen wir nur aus der alten Welt, ne? Ja. Oh leider, Gott. Leider. Okay. Wo ist denn die eine Route, die wir noch zusätzlich in die alte Welt haben? Das ist unsere große. Die hier. Dann laden wir hier doch einfach. Momentchen, Bier brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr. Salpeter ein und aus. Welches Schiff wurde zerstört? Schiff vom Stapel gelaufen. Okay, gut. Ihr Hafen wird angegriffen. Welcher Hafen wird angegriffen? Ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Ach Gott, ey. Ja, ich bin sowas von bereit zum Kämpfen. Ich habe ja auch keine andere Wahl. Können wir jetzt hier das Linienschiff mal bitte platt machen? Das ist ja echt unfassbar nervig alles, ey. Ja, ja, der Dude geht mir radikal auf den Nüsse, wie gesagt. Der hat ja auch gefühlt überall Schiffe, weißt du? Ja, vor allem das Elend ist ehrlicherweise gar nicht mal seine Schiffe, sondern seine Häfen, die mich die ganze Zeit auch angreifen. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht jetzt alles dahin, dass wir halt überall nur noch Linienschiffe benutzen oder so. So. Oh, wir Katalog. Wir wollen bitte gerne Atole haben.
ein neuer Auftrag? Oh Gott, es gibt so viel, was ich parallel... Boah, ja, noch ein Schiff unter Beschuss, natürlich, Mutti. Meine Güte. Wie, du zerstörst mir noch meinen Schlachtkreuzer hier unten. Dein eines Linienschiff, das kann sich hier bitte verziehen. Kannst du hier bitte nochmal... Ich glaube, wir brauchen noch mehr Ziegel, ne? Okay, dann hol dir die von hier oben. Ist egal. Ich will da unten einen Reparaturkran hinstellen. Für alle, die sich fragen, was ich hier gerade nicht bespreche, was ich tun will. Mehr als bereit. Okay. Wir haben hier unten echt ein Problem, an Baumwolle zu kommen. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch mehr Baumwollplantagen. Wie war das? Baumwolle kriegt man, dafür brauchte man... Was brauchten wir dafür nochmal? Baumwollplantagen, ja. Aber Baumwollplantagen lässt sich auch nicht in Haciendas bauen, glaube ich, ne? Meine nicht, nein. Schauen wir mal kurz. Nein, ging nicht. Okay, schade. Dann müssen wir wohl oder übel Baumwolle regulär abbauen. Und das ist insofern problematisch, als dass das super viel Platz eingenommen hat. Aber Mais können wir an der Hacienda anbauen. Das heißt, da müssen wir eigentlich jetzt mal gucken, dass wir da ein bisschen umplanen. 144 Felder brauchen wir. Okay. Okay, das geht aber. Das kriegen wir hier ganz gut platziert, glaube ich. Okay, also die Haciendas haben sie sozusagen im Zuge dieses DLCs auch nochmal kräftig, also aufgerüstet, sag ich mal. Du kannst jetzt halt unter anderem zum Beispiel, also der Einflussbereich von den Haciendas ist viel riesiger geworden. Mhm. Du kannst jetzt irgendwie nochmal 750 zusätzliche Wegstücke Hacienda-Weg legen. Oh wow, das ist echt viel. Also da ist, also wie gesagt, ist sicherlich, also nochmal um locker irgendwie, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber der Einflussradius hat sich, glaube ich, fast verdoppelt. Also. Krass. So. Okay, bauen wir nochmal mehr Baumwolle an. Das ist doch schön. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann können wir das hier irgendwie auch weglagern und so. Das sollte auch hier kein Problem sein mit dem Lagerhaus. Das sollte noch ganz gut gehen. Ja, die Haciendas hier irgendwie auch in der neuen Welt noch weiter auszubauen, macht halt auf jeden Fall total Sinn. Ich habe hier unten ja eine recht große angefangen. Ja, aber es ist halt schon echt viel parallel. Jetzt gucke ich noch mal kurz in die Arktis, ob wir jetzt hier eine Schlafsackversorgung bekommen haben. Ich habe yes, erwartet. Haben wir. Großartig. Schlafsäcke sind geregelt, das ist super. Dann können wir hier ruhig noch mal ein paar Häuser bauen, glaube ich. Warte mal. Okay, bis da ist noch mit Wärme versorgt, das ist doch gut. Wenn wir jetzt hier noch eine Straße reinziehen, geht der Heizofen sogar bis da. Super. Da aber nicht. Das heißt, hier unten müssten wir nochmal einen Heizofen bauen. Aber das lassen wir, glaube ich, erstmal sein. Stattdessen bauen wir hier nochmal ein paar Häuser auf. Euch und euch. Wie lange deckt die Kantine? Die Kantine deckt das hier komplett ab. Wo ist unsere Polarwacht? Da. Die deckt das auch komplett ab. Okay, super. Können wir hier oben nochmal ein Satz Häuser anbauen. Ja, und dann haben wir jetzt die 40 Minuten erreicht, ehrlicherweise.
ein ganz schön stressiger Part gewesen hier unten mit der blöden Insel von ihm, die wir ja leider nicht, mit der blöden Insel von ihm, die wir ja leider nicht einnehmen konnten. Das ist mit diesen Seeminen ist ja wohl eine Vollkatastrophe. Also. Ja, Kampf in der neuen Welt. Das ist alles auf jeden Fall echt chaotisch, ja. Ich meine, immerhin habe ich hier in der neuen Welt nochmal eine große Insel gesichert. Seine Hauptbastion hier ist aber, ach, da hat er auch schon noch ein Luftschiff gerade rumliegen und er hat hier auch noch einen Schlachtkreuzer und einen Clipper stehen, also ja, der ist hier echt gut. Er fängt jetzt auch schon an mit dem, mit der, wie heißt es, mit der Produktion von Luftschiffen? Oder ist das noch so ein altes Luftschiff? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe die neuen noch nicht gesehen. Ich habe selbst die alten noch nicht gesehen, ich bin ja noch nicht mal an dem Punkt, dass ich mit Luftschiffen groß was machen kann. Jedes Schiff braucht ja. Dich können wir eigentlich auch schon mal in die... Willst du gleich nochmal in der Arktis angreifen? Ja, ne? Ja, ja, ich will auf jeden Fall da nochmal hin und nochmal versuchen, irgendwie was zu erreichen, aber... Dann schicke ich dir gleich nochmal einen Schlachtkreuzer schon mal in die Arktis rüber. Ich muss ja jetzt halt erstmal wieder Kräfte sammeln, so traurig das ist. Ja, aber ich schicke trotzdem schon mal ein Schiff noch in die Arktis rüber. Aber dann ja, würde ich sagen... Sehr liebenswürdig. Ja, ja, ich bemühe mich. Dann würde ich aber trotzdem sagen, für diesen Part wär's das mit Anno 1800. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen bei diesem etwas chaotischen, weiß ich nicht, also wir versuchen irgendwie verzweifelt gerade gleichzeitig irgendwie 16 Probleme in den Griff zu kriegen, Hugo Mercier auszuschalten, das mit den Luftschiffen uns anzugucken, also das ist gerade schon irgendwie eine ernste Multitasking-Aufgabe. Ja, absolut. Hier ist gerade sehr viel, was irgendwie parallel passiert und so. Aber wir bemühen uns und ja, vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen trotzdem. Ja, trotz ja, allem. Auf jeden Fall. Ich werde hier auch im nächsten Part, das habe ich jetzt in dem Part gar nicht gemacht, nochmal ein bisschen was in der Speicherstadt machen. Darüber vielleicht mal ein paar Ressourcen importieren, die uns im Moment fehlen, um irgendwie meine Bilanz wieder ein bisschen hoch zu pumpen. Weil gerade ist irgendwie meine Bilanz nicht so der Hit. Naja. Aber das dann im nächsten Part. Vielen lieben Dank euch an dieser Stelle bis hierhin fürs Zuschauen. Man hört sich in zukünftigen Videos. Macht's gut, auf Wiedersehen.